Probleme beim Datentransfer zwischen Mac- und Windows-Systemen? Das geht nicht nur Ihnen so. Sicher, Macs können sich mit Windows-Servern und Messsystemen verbinden. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Verbindungsprobleme, Dateischäden, Berechtigungsprobleme, gesperrte Dateien, lähmend langsame Suche sind die Folge. Warum? Weil Windows-Server und NAS-Systeme das native Windows-Netzwerkprotokoll SMB verwenden und nicht das Apple-Filing-Protokoll AFP. Jetzt gibt es aber eine einfache Lösung, um Kompatibilitätsprobleme ein für alle Mal zu beseitigen. Acronis Access Connect. Installieren Sie es auf einem Windows-Server und verbinden Sie Macs von nun an ganz einfach über AFP. Die Unterstützung für Spotlight beschert Mac-Anwendern die schnellen Suchergebnisse, die sie gewohnt sind. Und sie können weiterhin Dateien nach Namen oder Inhalt filtern. Acronis Access Connect erlaubt Mac-Anwendern zudem die Integration in jede Windows-Umgebung, egal wie komplex sie auch sein mag. Von Workgroup-Servern bis zu geclusterten VMs und Network-Attached Storage. Access Connect installiert sich beinahe im Handumdrehen und passt sich automatisch an bestehende Active Directory-Konten und NTFS-Berechtigungen an. Access Connect bietet über die kostenlose Acronis Access App auch Dateizugriff für Mobilgeräte mit iOS, Android und Windows 8.1. Halten Sie Ihre Dateien stets verfügbar, wann und wo auch immer, online oder offline. Laden Sie noch heute eine Testversion von Acronis Access Connect herunter und meistern Sie künftig spielend die Herausforderungen einer gemischten Umgebung mit Mac und Windows. Acronis Access Connect. Nutzen Sie die Power des Apple Mac in der Windows-Welt.